Ja, hier an der Birkelspitze ist Folgendes passiert. Und zwar der Maler, der hier immer das Weiße Haus wieder renoviert, der hat wohl seinen Jeep abgestellt. Und aus irgendeinem Grund ist der ins Rollen gekommen. Und meine Frau hat aus dem Fenster geschrien, Auto rollt weg und er ist nachgerannt. Hätte es auch fast noch geschafft, aber hat nicht ganz gereicht. Und dann ist er rein in die Rems mit seinem Jeep. Ja. Er hat noch versucht rauszufahren, aber das hat dann auch nicht mehr funktioniert. Der arme Kerl, ja, ist ja ein hochwertiges Fahrzeug. Tut einem schon leid, wenn da so ein Blödsinn passiert. Ja. Wir sind hier an der Straße, an der Rems, an der sogenannten Birkelspitze. Hier wurde die Feuerwehr Weinstadt alarmiert zu einem Fahrzeug, welches in die Rems gefahren ist. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle fanden wir ein Fahrzeug, einen Geländewagen, in der Rems stehend vor. Wir haben geschaut, ob Betriebsmittel auslaufen oder ob noch Personen im Fahrzeug sind. Beides war nicht der Fall. Somit haben wir uns darauf konzentriert, Absicherungsmaßnahmen hier an Ort zu tätigen und auf den Abschleppunternehmer zu warten, mit dem dann die weiteren Maßnahmen besprochen wurden. Die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt war mit 4 Fahrzeugen und 23 Feuerwehrangehörigen im Einsatz. Ja, der Abschleppunternehmer hat das Fahrzeug mit einem Abschleppfahrzeug mit einer Winde aus der Rems herausgezogen. Wir haben keine Sicherungsmaßnahmen einleiten müssen, da keine Betriebsstoffe ausgelaufen sind und somit auch eine Wassergefährdung vorhanden war. Wir haben dann nur den Abschleppunternehmer bei der Bergung unterstützt mit dem Boot und haben dort die Winden, also die Seile im Fahrzeug angebracht, damit der Abschleppunternehmer das Fahrzeug aus der Rems ziehen konnte. Hoffentlich keinen Personenschaden, nur materieller Schaden und so war es auch. Und etwas kniffelig, weil es eine Spitze ist, wo zwei Flüsse zusammenlaufen bei uns und unzugänglich mit was Größerem wie mit einem Autokran. Wir haben uns die Sache vorher angeschaut, von den Gegebenheiten, und haben uns dann entschlossen, nur mit einem Schleppwagen rückwärts ranzufahren, mit einem langen Seil das Fahrzeug zu sichern in der Rems mit der Feuerwehr von Weinstadt und das Fahrzeug einfach mal anzuziehen aus der Rems, ob es sich frei bewegen lässt oder ob es verklemmt wäre. Hat dann hervorragend funktioniert und ging alles in einem Aufwasch heraus. Musste dann noch ein bisschen mit dem Seil das Fahrzeug nochmal sichern, weil das eine ziemliche Steigung war an der Böschung. Und da hat alles einwandfrei geklappt und ja, auf jeden Fall hat ziemlich große Räder, viel Bodenfreiheit und dadurch war das etwas einfacher, das Auto rauszubergen aus der Rems. Hier hatten wir nochmal Glück, deswegen hatten wir aber auch einen großen Berge-LKW noch dabei mit einem großen Kran, falls es komplizierter worden wäre.